Ich sagte, befreie deinen Geist, sei formlos, ohne Gestalt, wie Wasser. Gieß Wasser in eine Tasse, es wird zur Tasse. Gieß es in eine Flasche, es wird zur Flasche. Gieß es in eine Kanne, es wird zur Kanne. Wasser kann fließen. Oder es kann tosen. Werde Wasser, mein Freund. Be like water, my friend. Water can flow and water can crash. Be like water, my friend. Ha! Viele kennen ihn als Kampfkünstler, aber er war auch ein sehr tiefgehender Philosoph. Und es war nicht nur oberflächliches Gekämpfe, Weggeklatsche und Rumgeboxe in seinen Kung-Fu-Filmen, die ihn berühmt gemacht haben in den 70er Jahren, deswegen auch diese stylische Brille, damit ihr auch diese Zeitreise mit mir machen könnt. Ja, die Zeitreise in die 70er, 80er Jahre, wo er ein absoluter Star war und er ist eine Legende bis heute. Denn es geht wirklich auch ein bisschen tiefer. Es geht in die Weisheitslehre von Bruce Lee. Be like water, my friend. Und diese Weisheiten, Freunde, sind zeitlos. Und heute möchte ich auf diese Weisheiten mit euch eingehen, tiefer gehen, wie ihr diese Weisheiten nutzen könnt, um nach innen zu schauen. Be like water, my friend. Be shapeless, be formless. Das zieht sich durch alle Lehren und ja, Haltungen von Bruce Lee. Seine innere Haltung ist Be like water. Das drückt sich nicht nur in seiner Kampfkunst aus, um geschmeidige, fließende Bewegung zu haben, sondern was macht Wasser? Wasser ist fließend. Wasser ist auch Yin, ja, die Weiblichkeit. Wasser ist das Loslassen, also lasse los. Und Wasser geht auch immer den Weg des geringsten Widerstandes. Stell dir vor, einen Bach und das Wasser plätschert über die Steine. Die Steine können auch Widerstände sein, aber das Wasser nimmt immer den geringsten Widerstand. Es gibt auch den Spruch oder die Weisheit, baue etwas Wunderschönes aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden. Und das ist genau das, was Wasser macht. Wasser fließt, Wasser umhüllt. Aber Wasser kann auch schmettern, Wasser kann auch tropfen, Wasser kann fließen, Wasser kann tosen. Wasser hat so viele intelligente Eigenschaften. Aber was meint er damit, wenn er sagt, be like water, my friend, be formless, be shapeless, dein Geist. Erwarte also nichts, sei wie Wasser, fließe mit dem Flow, be in the flow. Be in the now, sei im Hier und Jetzt und fließe einfach wie Wasser. Fließe mit dem Lebensstrom. Denn Druck erzeugt Gegendruck. Du kannst mit einem Menschen dich streiten, du kannst auf ihn einschimpfen, du kannst Gegenargumente bringen. Das erzeugt in ihm auch Gegendruck, ein schlechtes Gefühl, aber du kannst wie Wasser sein. Du kannst fließen. Du kannst seine Energie aufnehmen und seine Kraft nehmen, wie ein Schlag, wenn er gegen dich schlägt. Und du nimmst seine Kraft gegen ihn, ja? Und du multiplizierst deine Kraft. Be like water, my friend. Wasser ist intelligent. Lasse los und fließe, ja? Das heißt, hab auch unglaubliche Empathie. Hab auch unglaubliches Mitgefühl. Wasser, Weiblichkeit ist Empathie, Mitgefühl. Wenn du mit einem Menschen im Dialog bist, akzeptiere, nehme es erstmal an. Das Wasser nimmt erstmal an, was da ist. Es nimmt alles an. Jede Meinung, jede Perspektive, jede Ansicht dieser Welt. Also nimm auch die Angst an, ja, umhülle sie mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Und dann fließt du und das heißt, dann wirst du sehen, dass das alles auch Wunder schafft. Und der andere wird von alleine drauf kommen. Manchmal ist fließen lassen einfach nur hinhören. Hinhören, wenn jemand anderes sich etwas von der Seele redet. Ah, njom, 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 lecker, 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 Wahrheitsenergie. Be like water, my friend. Water can flow. And water can crash. Be like water, my friend. Wie können wir das auf unser Leben übertragen? Egal mit wem du sprichst, werde zu dieser Person, metaphorisch gesehen, ja? Und du wirst dich durch diese Anpassungsfähigkeit, durch diese unglaubliche, clevere und intelligente Anpassungsfähigkeit mit dieser Person auf Augenhöhe unterhalten können. Du wirst sie abholen, wo sie ist. Es ist spielerisch spielen oder spielen nicht zu spielen. Das ist mir zu hoch. Also was ich meine, da kommen mehrere Dinge zusammen. Hier sitzt der natürliche Instinkt und hier sitzt die Kontrolle. Beides muss man harmonisch miteinander verbinden. Wenn das eine überwiegt, dann bist du zu unrational.
Wenn das andere überwiegt, dann wirst du plötzlich zu einem Roboter, kein Mensch mehr. Also man muss beides verbinden. Es ist also weder ganz natürlich noch total unnatürlich. Das Ideal ist unnatürliche Natürlichkeit oder natürliche Unnatürlichkeit. Yin und Yang. Yin und Yang, die Balance, das Gleichgewicht. Vereine die Gegensätze, vereine die Dualität, vereine die Polarität. Die Polarität ist im Gleichgewicht, Ebbe und Flut, Tag und Nacht, oben und unten, links und rechts. Zwei Seiten einer Medaille. Konzentration und Entspannung sind zum Beispiel auch Gegensätze. Aber wenn du sie vereinst, hast du konzentrierte Entspannung und entspannte Konzentration. Das haben wir zum Beispiel auf der Schauspielschule gelernt. Bei der Stuhlentspannung, das war eine sogenannte Übung. Du sitzt auf einem Stuhl stundenlang und du darfst deine Emotionen ausdrücken. Du darfst schreien, aber du darfst diesen Stuhl niemals verlassen. Das bringt deine Emotionen in Einklang. Sei präsent. Bist du präsent im Moment? Weil wenn du präsent bist, dann kannst du die Präsente des Momentes aufnehmen. Und auch auspacken und du nimmst die wahr. Was sind die Präsente? Was sind die Geschenke in jedem einzelnen Augenblick, in jedem einzelnen Moment? Das sind die Impulse, die du von Innerem bekommst. Aus deinem Inneren. Die Impulse aus deiner Intuition. Die Impulse aus deinem Herzen. Die Impulse aus deiner Seele. Das sind die wahren Präsente. Und das passiert nur, wenn du im Gleichgewicht bist. In der Neutralität. Und das ist auch das, was Bruce Lee sagt. Yin und Yang. Natürliche Unnatürlichkeit. Oder unnatürliche Natürlichkeit. Und damit überwindest du die Polarität. Du bist präsent. Du bist weder gut noch böse, du bist in der Mitte. Du bist weder positiv noch negativ, du bist in der Mitte. Du bist weder dunkel oder hell, du bist in der Mitte. Und was kommt daraus? Daraus kommt das super Hyperpositive. Daraus kommt das super Licht. Oh, der Regenbogen, der strahlt. Yin und Yang. Die Stille. Die Stille. Welche Musik wird in der Stille gespielt? Ist das nicht paradox? Ist das nicht absurd? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Welche Musik wird in der Stille gespielt? Das Auge des Sturms. Wenn der Sturm tost und wütet, dann ist es chaotisch im Außen. Aber im Inneren ist das Auge still, das Auge des Sturms. Ist gewahr, ist achtsam, ist präsent im Hier und Jetzt. Sei du auch im Gleichgewicht. Wie das Auge des Sturms. Dort ist die Stille. Dort bist du eins mit allem. Und dort wird die wundervollste Symphonie. Dort wird die wundervollste Musik gespielt, die du dir je vorstellen kannst. Das ist, wo Mozart und Beethoven und die ganzen Genies, ja, Tesla, Da Vinci, Albert Einstein, wo sie geschöpft haben. Im Auge des Sturms, in deiner Stille. Es gibt dort keine Stille. Dort ist Wahrheit, dort ist deine Seele, dort ist der Regenbogen. Und das passiert nur, wenn du Yin und Yang vereinst, das Männliche und das Weibliche in dir. Der Teufel flüstert zum Krieger, du wirst den Sturm nicht überleben. Der Krieger flüstert zum Teufel, ich bin der Sturm. Und das geht nur, wenn du in der Mitte achtsam bleibst, in deiner Mitte, im Auge des Sturms, in deiner Stille. Yin und Yang vereinen. Bruce Lee. Eigentlich unterrichte ich kein Karate. Ich glaube nämlich nicht mehr an die Kampfstile. Ich glaube nicht daran, dass es die chinesische Art zu kämpfen gibt oder die japanische Art zu kämpfen oder was auch immer. Wenn wir Menschen uns drei Arme zulegen und vier Beine, dann werden wir auch andere Kampfstile entwickeln. Aber wir haben nun mal die Ausstattung, zwei Beine, zwei Arme. Und die verschiedenen Kampfstile und Techniken sehe ich nur als künstliche Unterscheidungen an. Jede davon hat ihre eigene Doktrin und die wird dann zum heiligen Evangelium, das nicht mehr geändert werden darf. Und wenn ich nun einfach sage, ich habe keinen Stil, ich bin hier als Mensch, ganz einfach, wie kann ich mich selbst ausdrücken? Und zwar ganz und gar. So kann man keinen Kampfstil entwickeln. Ein fester Stil ist ein Glaubensbekenntnis. Mein Weg ist eine andauernde Weiterentwicklung.
Bruce Lee sagt aber auch, I don't believe in styles anymore. Er glaubt nicht mehr an feste Stile, weil es für ihn zu fest ist, zu starr. Das heißt, Glaubenssatzsysteme, darin glaubt er nicht mehr, an Doktrinen, an Dogmen, ja, egal ob es Taekwondo ist, Karate, Kung Fu, Qigong, Tai Chi, egal wie es heißt. Und wie können wir das auf das Außen übertragen? Religionen, egal ob es Christentum, Judentum, Buddhismus, Hinduismus, Koran, ja, der Islam, egal welche Religion, das sind auch alles Stile, das sind auch alles Glaubenssatzsysteme, auch Politik, CDU, SPD, FDP, AfD, ja, auch alles nur Dogmen, Glaubenssatzsysteme. Und er sagt, ich hole meine Entwicklung aus mir selbst heraus. Das heißt, prüfe alles du in deinem Herzen. I don't believe in styles anymore. Also lass dich nicht in ein System drängen. Suche deine Entwicklung aus dir selber heraus. Glaubenssatzsysteme. Überprüfe alles. Lass das alles los. Be like water, my friend. Was ist dein Dogma? Was ist dein Glaubenssatzsystem? I don't believe in styles anymore. Ich lasse mir nichts mehr überstülpen. Ich hole alles, was ich glaube, aus mir selbst heraus, aus meiner Seele, aus meiner inneren Wahrheit. Und das ist ehrlicher, authentischer Ausdruck. Willst du dich auch ehrlich und authentisch ausdrücken, dann überprüfe alle Glaubenssatzsysteme, die von außen kommen. Das hat Abraham Lincoln auch gesagt. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, von dem ich nichts gelernt habe. Und Bruce Lee sagt damit auch aus, I don't believe in styles anymore. Ich bin lernbereit. Ich bin lernbereit, in jeder Sekunde von jedem Menschen zu lernen, von jeder Gegebenheit zu lernen, von jeder Chance zu lernen, von mir selber zu lernen. Das bedeutet Achtsamkeit und nicht dieses, ich weiß alles besser, ich habe schon ausgelernt und ich weiß es besser als du. Ich habe das Rezept. Ratschlag. Puh. Sondern zuhören. Listen. Be like water. Sei lernbereit in jeder Sekunde, in jeder Minute, in jeder Stunde. Zu jeder Tageszeit sei lernbereit. Und diese Haltung, wie die Haltung eines offenen Kindes, und jetzt zitiere ich auch gerne Jesus an der Stelle, also auch einen aufgestiegenen Meister, der gesagt hat, werdet wie die Kinder und euch wird das Königreich offenbart. Was meinen wir damit? Was meint er damit? Und was meinen diese ganzen Meister damit? Dass wenn du wieder im Hier und Jetzt bist, in der Begeisterung und lernbereit, dann bist du in der höchsten Begeisterung, dann fließt du wie Wasser. Dann bist du im Flow. Und das ist das Schönste, was es gibt. Na klar, es ist leicht, eine große Show abzuziehen und anzugeben, wie ein Gockel herumzustolzieren und mich super cool zu fühlen. Das kann ich auch. Allen was vormachen, verstehen Sie? Und mir selbst noch dazu, ein toller Griff oder sowas. Aber um wirklich ich selbst zu sein, ganz ehrlich, und meine Persönlichkeit mit meinem Körper auszudrücken, also das, mein Freund, das ist ganz schön schwierig. Oh yeah, ich hab ne geile Brille, ich hab ne geile Uhr, ich fahr einen geilen Lambo, yeah. Ich zeig dir, wie du ein Sixpack bekommst innerhalb von einer Woche und ich zeig dir, wie du geil Lambo kaufen, fahren kannst innerhalb von 2 Wochen. Und ich zeig dir, wie du innerhalb von einem Monat Multimillionär wirst mit Villa, mit Luxus, mit einer Barbie-Puppe an deiner Seite, mit Malediven-Urlaub jeden Tag. Tja, das ist eben heiße Luft. Unauthentisch sein, das ist eben Fake sein. Und da gibt es auch viele Coaches da draußen, die sich einen Lamborghini mieten und so tun, als wenn sie Multimillionäre wären und es nicht aus einer ehrlichen Authentizität heraus vermitteln. Und die werden schnell entlarvt. Heiße Luft ist nur dahinter. Genauso ist es auch mit Gurus, ja, die sagen, ich bin erleuchtet, ich bin spirituell, ich zeige dir, wie es geht. Dabei ist es auch nur heiße Luft und es kommt aus einem spirituellen Ego heraus. Bruce Lee sagt, es ist schwer, sich wirklich authentisch und ehrlich auszudrücken in seinem Körper, mit seiner wahren Persönlichkeit, mit seiner wahren göttlichen Individualität. Warum ist das schwierig? Weil wir dafür annehmen müssen, wer wir sind, mit unseren Schattenseiten und unseren Lichtseiten. Wir müssen in die Annahme gehen und manchmal tut Annehmen weh, weil du gewisse Dinge nicht sehen willst. Aber in deiner Angst liegt deine größte Kraft, wenn du deinen Schatten anschaust und er dann umgewandelt wird in dein größtes Licht. Ja, aus Angst wird Mut. Aus Misstrauen wird Vertrauen. Aus Opferbewusstsein wird Schöpferbewusstsein. Ja, so viel Kraft. Aus Ohnmacht wird Kraft. Wird Bewusstsein. Wird Wachheit. Dann ist es das Größte, was du machen kannst. Authentizität bedeutet, man selbst sein. Das zu tun, was dein Herz dir sagt. Und der andere wird es wahrnehmen.
Du kommst rein in einen Raum und das Licht geht an. Kennst du Menschen, die betreten einen Raum und das Licht geht aus? Und du würdest dir einfach nur wünschen, tschüss, ich will hier auch weg. Dunkelheit kann richtig schnell laufen, kann sich richtig schnell vom Acker machen, wenn du als Lichtwesen in diesen Raum kommst. Weil du ein Transformator bist, du bist ein Generator der Liebe und du bist auch ein Manifestor der Liebe. Ah. Ist das nicht großartig? Keine Fakes, keine unechten Menschen, keine Masken mehr, Persona aus dem Lateinischen, Personare, Durchtöne, Maske. Denn das ist das Schwierigste. Warum sagt Bruce Lee, das Schwierigste ist es, ich selbst zu sein. Das ist meine größte Herausforderung. Und da kommen wir wieder zurück. Be like water. Be in the flow. Be in the now. Komme zurück ins Auge des Sturms. In das Gewahrsein, in das Präsentsein, in das Achtsamsein, in das Wachsein, in das Aufmerksamsein. Wo ist deine Aufmerksamkeit? Beobachte deine Gedanken und dann beobachte den Beobachter. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, dass ich nach oben gehe, hier rauszoome. Was sehe ich? Ich sehe einen Menschen, meine Individualität, wie ich hier dieses Video aufnehme. Ich schaue einfach und mache diesen Fehler gerade. Nobody's perfect. Ich schaue in die Linse. Ich schaue diese Kamera an und ich schaue dich an. Durch diese 70er-Jahre-Brille. Ich werde mir gewahr, was ist das für ein Film, der hier gerade abläuft? Vogelperspektive, Distanz. Ah, Distanz und werde ganz. Vielen lieben Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Schau gerne in die Beschreibung, dort findest du weitere Videos für das kollektive Erwachen. Schau gerne auf meinem Kanal. Folge deinem Herzen und lass dich führen von deiner Intuition. Glaub mir kein Wort. Tier of Elka sagt das auch immer gerne, weil überprüfe es in dir selbst, wozu du Resonanz hast. Das ist ganz wichtig. Und bastel dir deine eigene Wahrheit. Denn ich möchte dir hier nichts überstülpen. Du sollst es aus dir selber heraus erschaffen. Du sollst es aus dir selber heraus finden. Denn du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Ich bin nur ein Impulsgeber. Ich bin nur ein Geburtshelfer einer neuen Zeit. Aber Bruce Lee, seine Weisheiten sind ewig und zeitlos. Be like water, my friend. Live love and love life. Lebe die Liebe und liebe das Leben. Ciao, bis zum nächsten Video.